Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Orkun Ertener gehört zu den herausragenden Drehbuchautoren in Deutschland. Unter anderem ist er für die ZDF-Serie KDD, Kriminaldauerdienst, mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Vor 4 Jahren schießt sein Romandebüt, der Thriller Lebt, dann aus dem Stand heraus an die Spitze der Krimi-Bestenliste. Jetzt ist ein neuer Roman erschienen und der Titel ist sehr viel länger, was bisher geschah und was niemals geschehen darf. In diesem Monat neu in unserer Krimi-Bestenliste und alles Weitere verrät Juror Ulrich Noller. Neue Krimis. Finn hat keine Lust, Paul hat keine Ahnung, Khalil hat was vor. Vielleicht. Mit diesen Worten präsentiert und pitcht der Schriftsteller und Drehbuchautor Orkun Ertener seinen zweiten Roman »Was bisher geschah und was niemals geschehen darf« so treffend wie vielsagend in den sozialen Medien. Kurz vor den Abi-Prüfungen hat sich bei den sogenannten Abi-Kriegen ein Unfall ereignet, der genau zu der beschriebenen Situation führte. Finn ist erstarrt, er verlässt sein Zimmer nur selten, hat kaum mehr Kontakte, es gibt nichts, was ihn berühren würde. Paul, sein Kindheitsfreund, liegt in einer Reha-Klinik. Er war der mit dem Unfall, wurde angefahren, erlitt einen Hirnschaden, der dazu führte, dass er jeden Morgen mit einem Gedächtnisverlust aufwacht, ein Zeitreisender von Tag zu Tag. Khalil ist verschwunden und er, der in den letzten Monaten vor dem Abitur auf merkwürdige Weise zunehmend zwischen den beiden alten Freunden stand, ist derjenige, der Dynamik in die Erstarrung bringt. Khalil hat, so scheint es jedenfalls, einen Brief an Paul geschrieben, in dem er einen Anschlag ankündigt, womöglich zumindest. Denn nichts ist sicher in dieser Geschichte. Also müssen Finn und Paul in Bewegung kommen, um herauszufinden, was es mit dem Brief tatsächlich auf sich hat. Eine Ermittlung, die unter zunehmend dramatischen Umständen quer durchs Land und dann auch quer durch Europa führt und die für alle Beteiligten auf verschiedene Weise natürlich vor allem eines ist, eine Reise zu sich selbst. Dabei gibt es so manches Geheimnis zu entschlüsseln und so einige Überraschungen zu entdecken. Das gelingt nur deshalb, samt diverser Kollateralschäden, weil die Jungs einander letztlich doch so verbunden sind, dass sie es schaffen, auch bei den spektakulärsten Wendungen, die Orkun Ertener für sie vorsieht, nicht endgültig aus der Spur katapultiert zu werden, was bei den hier herrschenden Fliehkräften allerdings gar nicht so einfach ist. Ja, Orkun Ertener erzählt auch einen Thriller mit einem Pipapo, und zwar einen exzellent komponierten. Aber das ist letztlich nur ein Nebenschauplatz. Im Zentrum geht es ums Erwachsenwerden in einer Zeit, in der die Zukunft mehr Bedrohung als Verheißung scheint und wie Orkun Ertener sich auch dabei eben der Mittel des Thrillers bedient, das ist brillant. Eine so kluge wie berührende Coming-of-Age-Geschichte, die mitten ins Herz der Gegenwart trifft. Orkun Ertener, was bisher geschah und was niemals geschehen darf. Dieser Krimi ist erschienen im Scherzverlag. Knapp 340 Seiten, kosten 20 Euro. Und wenn Sie nicht lesen wollen, dann können Sie Krimi auch hören und der Empfehlung von Barbara Gerland folgen. Deutschlandfunk Kultur. Der Hörspieltipp. Ich empfehle heute das Kriminalhörspiel »Der Club der schönen Mütter« von Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Gefaktes Orgasmusgestöhne. Ja, das war das Erste, was wir von ihm hörten. Terrassenfenster auf Kipp, Jalousien unten und dann dieses Gejapse. Sina hat sich gekringelt vor Lachen. Ich fand es nicht lustig. Drei Mütter verbringen viel Zeit auf dem Spielplatz miteinander, denn sie sind über die Kinder und auch über die Nachbarschaft zueinander gekommen. Und hier wird ganz schnell klar, das ist der Ort für soziale Kontrolle. Für uns wurde das Bild einfach immer klarer, verstehen Sie? Also wir haben dann irgendwann gesagt, gut, dann brauchen wir jetzt so eine WhatsApp-Gruppe. Rico-Schwein. Und dann immer die Infos ausgetauscht. Besonders interessant ist an diesem Hörspiel, dass man ahnt und eigentlich sogar weiß, dass diese Frauen sich gerade was zurecht fantasieren. Andererseits könnte ja doch etwas dran sein an dem, was sie beobachten, denn da passt schon einiges zusammen. Und wenn das so wäre, müsste man ihnen wiederum folgen. Und das erzeugt Spannung. 8:25 Uhr, Rico heute Nacht 4 Uhr nach Hause gekommen.
ohne Charlene. Der Club der schönen Mütter ist eine ebenso entlarvende wie amüsante Milieustudie mit drei sehr lebensecht agierenden Protagonistinnen.